Your company into one of Europe's Als Generaldirektor oder CEO haben Sie aus einem Ihrer Unternehmen eine riesige Investmentgruppe gemacht und Sie unterstützen auch die Aktivitäten des Gipfels hier sehr großzügig. Sie haben gesagt, wir müssen den Privatsektor etwas stärker mobilisieren. Vielleicht können Sie Ihre persönliche Geschichte mit uns teilen. Was war Ihre Motivation, Teil dieser Bewegung zu werden? Und wie können Sie vielleicht auch andere Investoren motivieren, hier sich zu involvieren. Ich möchte diese Plattform verwenden, um einige Bemerkungen zu machen. Ich bedanke mich bei meinem Freund Arnold Schwarzenegger für sein starkes Engagement für die Umwelt. Arnold hat mir die Augen geöffnet. Er hat mir gesagt, wie wichtig es ist, dass wir den Planeten und seine Ressourcen sorgfältig behandeln müssen. Es wäre wirklich unverantwortlich, wieder eine Generation lang nichts zu tun. Wir glauben, dass wir die Welt, die wir haben, in einer besseren Form an unsere Kinder weitergeben müssen. Wir machen alles für unsere Kinder, aber diese Verpflichtung ignorieren wir allzu oft. However, I believe that Arnold can lead the battle for our environment and make Schlacht anführen kann crucial is unsere Umwelt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir gemeinsam mit ihm kämpfen. Arnold bringt einen richtigen Muskel mit und er kämpft mit seiner ganzen Kraft für die Umwelt. Und er beweist durch seine persönlichen Maßnahmen und Engagement, dass er nicht nur selbst bereit ist, Opfer zu bringen, sondern auch versucht, die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern, indem wir mehr Rechenschaftspflicht für unseren Planeten übernehmen. Manchmal ist es einfach schon genug, wenn man einfach nur mit dem Fahrrad fährt, anstelle das Auto zu nehmen. Umweltschutz befasst sich nicht nur mit kleinen Initiativen, es geht auch darum, Geschäfte, also Geschäftsleute und Politiker an einen Tisch zu bringen. Das Motto von R20, Make the Planet Great Again, sagt alles. Wir müssen gemeinsam handeln für unsere Zukunft. Ich bin geehrt, dass ich hier einen bescheidenen Beitrag leisten kann und ich hoffe, ich kann andere motivieren, dieser edlen Sache beizutreten. Es geht nicht um PR, Marketing oder unternehmerische Vorteile, die ich mir daraus verspreche. Das hat also keinen wirtschaftlichen Nutzen für uns. Es geht um unsere Verpflichtung, eine wichtige Initiative wie R20 zu unterstützen. Wir, glaube ich, sollten uns nicht nur um unsere Geschäfte kümmern, sondern auch um diese hehren Ziele. Das heißt, wir müssen etwas der Gemeinde zurückgeben. Arnold is a living legend. Arnold ist eine lebende Legende. Er hat uns sein ganzes Leben lang gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man sich wirklich nur voll dahinter klemmt. Wenn man auf Kurs bleibt und nie aufgibt, kann man die Welt zum Besseren verändern. Ich bedanke mich bei den Veranstaltern und ihrem Team dafür, dass sie diese großartige Veranstaltung möglich gemacht haben. Und gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger und Monika Langtaler wünsche ich allen Teilnehmern sehr viel Erfolg. Vielen Dank, Hallmann, und vielen Dank für Ihre Unterstützung.